So, hier habe ich mein Tablett und hier habe ich die verschiedenen Stifte. Hier gibt es wunderschöne Pastelltöne, Metallicfarben. Dann gibt es hier diese Großverpackung mit 20 verschiedenen wunderschönen Farben. Also sind wirklich sehr, sehr schöne Farbtöne dabei. Und dann hier noch die Neon-Kollektion. Und dann habe ich hier mein Holztablett, das habe ich mir mit einer grauen Kreidefarbe grundiert. Und jetzt ziehe ich mir für mein Mandala erstmal Hilfslinien mit einem Zirkel. Das kann ich später auch wieder wegradieren. Und wenn du wissen möchtest, wie man so ein Mandala aufbaut, wie man das dann auch farbig gestalten kann, zum Beispiel mit Aquarellfarben, Brushpens und, da habe ich einen Online-Kurs. Den verlinke ich dir auch nochmal hier in meinem Blogartikel. Kannst du dir auch gerne mal anschauen. Und ich ziehe mir für so ein Mandala in der Regel so, ja, so circa 5 verschiedene Linien in unterschiedlichen Höhen, damit mein Muster auch ein bisschen lebendiger wirkt. Gibt es dann mal größere oder mal kleinere Motive. Und wenn ich die gezogen habe, kann ich auch schon quasi anfangen mit dem farbigen Gestalten. Ich werde mir nachher nochmal Zwischenlinien setzen, um die Abstände ein bisschen einhalten zu können und das besser einschätzen zu können. Aber jetzt fange ich mal an, unten schon mal die erste Reihe zu grundieren, bevor ich dann später hier auch Muster drauf male. Ja, und die Multimarker sind richtig toll, weil die unheimlich viel Farbe abgeben, also sehr, sehr stark pigmentiert sind, sehr deckend, sehr schöne, ja, leuchtende Farben auch in wunderschönen Farbtönen. Und das Tolle ist, du kannst es auf Glas malen, dann kannst du es feucht auch wieder abwischen. Und auf Holz oder auf Stein ist es permanent haltbar. Der Stift, also da kann man sich dann auch vielseitig kreativ austoben. Und hier zeichne ich mir jetzt noch mal so Zwischenlinien an oder kleine Markierungen, um dann später auch ungefähr eine Größe von meinen einzelnen Blütenblättern meines Mandalas dann besser einzeichnen zu können. Ja, und dann siehst du ja, male ich hier schon mal meine ersten Blütenblätter auf, meine einzelnen Formen. Die baue ich mir jetzt so langsam auf. Und fangen die dann an, nach und nach mit den Stiften aufzumalen. Ja, und dann kann ich langsam anfangen, auch meine Blütenblätter schon auszumalen, um dann später noch ein Muster drüber zu malen, wenn die erste Farbschicht getrocknet ist. Und das geht, wie gesagt, bei diesen stark deckenden Acrylstiften wunderbar, dass ich dann nochmal eine zweite Farbe drüber lege. Wenn die erste Farbschicht trocken ist, dann fange ich an, schon mal die ersten Muster in meine Blütenblätter reinzuzeichnen. Und so arbeite ich mich jetzt weiter vor bei meinem schönen Mandala. Und was bei mir nie fehlen darf, sind kleine Punkte, die ich überall dann noch mit einfüge und damit so ein bisschen, ja, das Muster auch auflocker. Ja, und so gestalte ich jetzt weiter mein Mandala. Jetzt kommen noch ein paar Striche mit rein. Und dann weitere Blütenblätter und so baut sich mein kleines Blütenmandala langsam auf.